Du möchtest deine Lebensaufgabe, deine Berufung finden? Dann bleibe dran. Ich zeige dir 7 Tipps, wie es mit Unterstützung deiner Räume so richtig einfach geht. Hallo und herzlich willkommen zu Marias Raumtalk, deinem TV für dich und deine Räume. Mein Name ist Maria Husch, ich bin die Raumexpertin und Gründerin der I Love My Home Community. Und ich zeige dir hier jede Woche, wie du mit ganz einfachen Maßnahmen deine Räume so richtig glücklich und erfolgreich gestaltest und so deinen Zielen und Träumen einen Riesenschritt näher kommst. Heute geht es um die wirklich großen Träume, den großen Traum, die Lebensaufgabe, die Berufung zu finden, die vielleicht umzusetzen, sogar in einer Business-Idee, davon den Menschen zu erzählen, das in die Welt zu bringen. Und ich werde so, so oft gefragt, Maria, was kann ich tun, wenn ich mein Thema noch nicht gefunden habe, wenn ich mir unsicher bin, wo soll es hingehen? In dieser Folge bekommst du da meine 7 ganz, ganz wichtigsten Tipps für deine Räume, die auch mich unterstützt haben. Ja, ich habe meine Berufung, meine Lebensaufgabe gefunden, dir und vielen, vielen anderen von den Räumen zu erzählen, wie wir die Räume nutzen können, um erfolgreich zu sein. Wünschst du dir das auch, so ein Thema zu finden, das dich wirklich antickt, wo du Experte, Expertin bist, um dann vielleicht auch zu entscheiden, etwas daraus zu machen? Oder bist du schon irgendwo unterwegs und weißt, irgendwie könnte ich mich noch genauer fokussieren? So oft werde ich gefragt, was hast du gemacht, Maria, und wie können mich die Räume unterstützen, dort auch hinzukommen? Was kann ich tun, da hinzukommen? Und da gebe ich dir heute die Tipps. Und bei mir hat es begonnen mit dieser Wand hier. Ich habe meine Wand mit den grünen Streifen gestrichen, eine große Veränderung gemacht, diesen gesamten Raum hier neu genutzt, und das hat viel, viel verändert. Das hat viel Bewegung in mein Leben gebracht und das Finden meiner Lebensaufgabe erst möglich gemacht. Das heißt, es war eine Veränderung auch in den Räumen und die unterstützt uns so oft. Denn wir wollen Großes tun und dann müssen wir auch am besten die ganze Umgebung darauf fokussieren, dass wir das jetzt auch finden wollen. Meine 7 Tipps. Nummer 1 ist eben das. Mach eine große Veränderung in deinen Räumen. Das heißt jetzt nicht, dass du groß umbauen musst. Stelle Dinge anders, dass du neue Wege gehen musst. Geh vielleicht auch wirklich neue Wege, auch außerhalb von deinen Räumen. Nütze da wirklich alle Räume. Bewusst den Weg zu deinem Arbeitsplatz anders nehmen. Denn du hast neue Inspirationen und siehst neue Dinge. Du findest in den Shownotes zu dieser Folge auch einen Artikel mit so Tipps, was können wir wirklich an großen Dingen tun, die viel, viel bewegen. Du kannst einen Tisch umstellen, du kannst die Position wechseln, die du am Esstisch hast, die Bettseite wechseln. Du kannst neue Farben, wie ich, in die Räume bringen. Du kannst entweder ganz, ganz viel von den Wänden nehmen, damit sie plötzlich leer sind und Platz ist für das Neue. Schau, dass du eine große Veränderung machst, um ja zu sagen, jetzt starte ich da los. Denn deine Lebensaufgabe, die wirst du wahrscheinlich nicht so nebenbei finden. Du musst hinschauen und du musst diesem Finden Aufmerksamkeit geben. Und das habe ich auch gemacht. Das ist das große Zweite. Gib dem Thema Fokus auch in deinen Räumen. Gib dir in den Räumen viele, viele Erinnerungen. Ja, das möchte ich jetzt erreichen. Und du wirst dazu, und das empfehle ich dir, vielleicht Bücher lesen, dir Podcasts anhören von Experten, Coaches, Business-Trainern, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Also bring die Bücher schon in den Raum zum Beispiel, bring dir
Spruchkarten in den Raum, bring dir Dinge von Vorbildern, die in ihre Lebensaufgabe schon gefunden haben, in den Raum. Schau, dass du auch großflächige Dinge hast, zum Beispiel große Bilder, die einen Weg zeigen, der ein Ziel hat. Klare Ziele und Wegweiser. Schau deine Bilderwelt an und die Dinge, die bei dir sind, zeigen dir dieses eine große Ziel. Gib dem Fokus und schau, dass du möglichst in vielen, vielen Räumen dein Unterbewusstsein programmierst. Ich bin bereit, das jetzt zu finden. Nummer 3 geht natürlich da ums Entrümpeln. Lasse ein Stück weit das Alte los. Die Dinge von deinem alten Job, deinem alten Wissen. Und ja, das mag vielleicht Angst machen, wenn wir nicht wissen, wohin wir gehen. Aber es macht so viel möglich. Schau in deine Bücherregale. Das Neue, was du finden willst, hat es wirklich mit diesen alten Büchern von deiner Schulzeit zu tun? Den uralten Dingen, die du schon ewig nicht gesehen hast? Welche Gegenstände halten dich da auf? Und ja, es geht auch um Platz für Neues. Wenn du deine Lebensaufgabe gefunden hast, dann wirst du Platz in den Regalen brauchen. Dann wirst du irgendwo Platz brauchen, um Neues zu lernen, neue Gegenstände vielleicht auch brauchen, neue Utensilien. Wenn deine Lebensaufgabe ist, durch Yoga zum Beispiel, als Yoga-Trainerin, die Welt zu verändern und den Menschen Ruhe, Stärke, Kraft und Energie zu geben, dann wirst du in einem Kleiderschrank die passende Kleidung brauchen und dort Platz. Und dann wirst du vielleicht nicht mehr so viele Anzüge, Kostüme brauchen, die du jetzt in deinem angestellten Dasein nützt. Mach Platz für dieses Neue. Nummer 4, du wirst das wirklich auch dafür was tun müssen, damit du sie findest. Übungen, Bücher lesen. Ich bin zu einem Coach gegangen, war dort nicht sehr oft. Such dir da die Menschen, die dich unterstützen. Gerne kannst du auch zum Beispiel in meiner Facebook-Gruppe hier suchen nach jemandem, der dich unterstützt und andere fragen oder auch deine Erfahrungen teilen. Was und wer hat dich unterstützt? Es gibt so viele Blogs, die da viele, viele Übungen haben. Es gibt Podcasts. Es gibt kleine Programme, die dir helfen, deine Vision, deine Passion, deine Lebensaufgabe zu finden. Nütze das. Denn nur vom Dasitzen wird sehr, sehr schwer zu dir kommen, wenn du den Fokus dort hast. Und da ist das vierte Thema, geh woanders hin. In deinen bestehenden Räumen wird sehr, sehr schwierig sein, großen Veränderungen, da die großen Ideen zu haben. Geh in die Natur, geh vielleicht auch 3-4 Tage mit einem Stapel Büchern und vielen Inspirationen irgendwo an einen wunderbaren Ort. Ein Zimmer dort nehmen, ein inspirierender Platz, wo du die Räume, die ganz anderen Räume nützt. Ganz, ganz wichtig. Ich mache das auch jedes Jahr, auch wenn ich meine Lebensaufgabe schon kenne, dass ich neue Räume besuche und dort ganz neue Ideen bekomme. Nummer 5, schau die Räume deiner Vergangenheit an. Meistens sind da vor allem in der Kindheit auch die wirklichen Berufungen versteckt. Welche Dinge hattest du in deinem Kinderzimmer? Was hast du damals geliebt? Was sind die Werte, die du aus der frühesten Zeit mitgenommen hast? Vielleicht hast du sie auch in den Räumen verloren. Wo warst du gern? In den Naturräumen? Wo auch immer, in welchen Geschäften hast du es geliebt zu sein, als Kind zum Beispiel. Ich habe es als Kind schon geliebt, Räume einzurichten. Ich habe mein Kinderzimmer permanent verändert und habe dort auch das gefunden, was ich heute mache. Also Nummer 5 ist, schau dir die Räume der Vergangenheit an, du kannst da aufschreiben, schau die Bilder an und lass dich hier von deiner Vergangenheit inspirieren, denn meistens ist es schon da, die Lebensaufgabe, und schon öfter gekommen
Und sehr, sehr oft ist sie schon irgendwo in den Räumen sichtbar. Du kannst da auch schon durchgehen. Nummer 6. Wenn du Ideen hast, nütze dein gesamtes Zuhause, all deine Räume als Brainstorming-Platz. Ich empfehle dir auch irgendwo wirklich ein großes Plakat zu haben, wo du die verschiedenen Inspirationen und Ideen sammelst. Vielleicht dann auch durchschreibst, einrahmst, damit sie wirklich in die Welt kommen. Nicht nur irgendwo auf einem technischen Gerät oder Laptop. Auch schreiben in einem kleinen Büchlein natürlich vielleicht. Denn durch Schreiben nehmen wir es anders im Unterbewusstsein auf, als wenn wir tippen auf einem Gerät. Wenn du die Dinge groß schreibst und im Raum hast, dann wirken sie ganz anders. Zum Beispiel, wenn die Idee da ist, eigentlich, ich möchte es mit der Natur machen, mit Heilkräutern, würde da gerne eine Ausbildung machen. Dann bring dir Bilder von diesen Kräutern, dann hast du vielleicht schon die Kräuter. Dann nütze die. Mach aus deinem Zuhause ein riesengroßes Vision Board und nicht nur klein irgendwo versteckt. Und Nummer 7, eine spannende Aufgabe. Wenn du verschiedenste Dinge hast, die du überlegst, dann kannst du gut mit Hilfe der Räume testen, was dich so wirklich antickt. Stell dir vor, dein neues Thema wird dein gesamtes Zuhause einnehmen. Und du kennst es vielleicht aus Disneyland oder sonst irgendwo. Da gibt es so Hotelzimmer-Theme-Rooms, ja, wo das ganze Hotelzimmer nach Pocahontas oder Mickey Mouse und ich weiß nicht, was alles gestaltet ist. Stell dir vor, dein Zuhause wäre so ganz auf dein Thema. Jede Kleinigkeit hätte dieses Thema dabei. Ja? Überall springt dich das an und mach diese Übung, wie wäre dann alles eingerichtet. Schreib das auf und meistens erkennst du dann, was ist es wirklich. Was ist das, wo ich bereit bin, alles in meinen Räumen darauf auszurichten? Natürlich wirst du nicht alles tun, aber eine Kleinigkeit empfehle ich dir dann natürlich umzusetzen. Das ist ein wunderbarer Test, um auch zu merken, wie ernst meine ich es wirklich mit meinem Thema und ein bisschen hinzuspüren, was ist da wirklich passend. Also, das waren meine 7 Tipps. Nummer 1, mach eine große Veränderung. Nummer 2, gib dem Thema vollen Fokus, dass du jetzt deine Lebensaufgabe findest. Nummer 3, entrümpeln und Platz machen. Nummer 4, geh woanders hin, um dich dort damit auseinanderzusetzen, dich inspirieren zu lassen von anderen Plätzen. Nummer 5, schau in den Räumen deiner Kindheit nach. Nummer 6, nutze alles in deinen Räumen als Vision Board. Und Nummer 7, mach den Test mit dem Theme Room. Was wäre, wenn das Neue alles einnimmt? Und zum Abschluss noch ein Tipp von mir. Wenn da was ist, was dich ein bisschen anspricht, dann probier es aus. Komm und starte los. Du kannst immer wieder verändern, Lebensaufgabe finden, endet nie. Es geht immer weiter. Komm ins Tun, weil wenn du tust, wenn du in Aktion kommst, dann ist das wunderbar, um den Feinschliff zu machen und das wirklich Richtige zu finden. Du kannst dann auch den Mut haben, etwas zu verändern. Ich bin gespannt auf deine Lebensaufgabe. Berichte mir, wie deine Räume dich dabei unterstützt haben. Wenn du dann umsetzt, übrigens, vergiss nicht, in der Erfolgsposition zu sitzen. Auch dann, wenn du alle Übungen machst, dazu natürlich mein Video zur Erfolgsposition. Lade dir das herunter unter www.mariahusch.com/Erfolgsposition. Und ich freue mich von dir zu hören in den Kommentaren auf YouTube, in Facebook, Instagram und natürlich auch auf meinem Blog www.mariahusch.com, wo auch immer. Berichte mir von deinen Geschichten rund um die Räume und wenn du andere kennst, die auch ihre Lebensaufgabe suchen und finden möchten, dann teile mit ihnen diesen Raumtalk, inspiriere sie,
geht gemeinsam los. Ich freue mich riesig, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen, hier in Marias Raumtalk, und bis dahin nicht vergessen, verändere deine Räume, verändere dein Leben, verändere die Welt. Musik.